Die Orks wurden zurückgeschlagen und ihr Warboss wurde besiegt. Aber dieser Krieg ist bei Weitem noch nicht zu Ende. Die Orks bedrohen immer noch mehrere bevölkerungsreiche Gebiete und sind immer noch stark genug, um die imperiale Armee auf diesem Planeten zu überrennen. Wir haben etwas Zeit gewonnen. Mehr nicht. Aber dies ist nicht mehr meine Hauptsorge. Unsere Scouts haben Beweise dafür gefunden, dass die Mächte des Chaos, der große Feind, sich möglicherweise auf diesem Planeten befindet. Wir müssen diesen Feind bekämpfen, wo auch immer er sich aufhält. Sollte auch nur eine winzig kleine Chance bestehen, dass sie hier sind, müssen wir sie suchen und vernichten. Inquisitor Toth forderte von uns, dass wir den Planeten verlassen. Ich habe mir zwar seine Argumente angehört, aber trotz seiner mächtigen Position, die ihm viele Freiheiten erlaubt, gehört das Kommandieren einer Kompanie Space Marines nicht dazu. Ich muss gestehen, dass ich seine Anwesenheit so kurz nach den Ereignissen auf meiner Heimatwelt Cyrene unwillkommen finde. Inquisitoren vermitteln einem immer ein schlechtes Gewissen. Und das kann ich im Moment nicht gebrauchen. Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Warhammer 40k Dawn of War. Wir sind in Mission Nummer 5, eine neue Spur. Und eine kleine Anmerkung möchte ich machen. Ich werde es anders machen als bisher. Ich habe ja die Folgen gesplittet, wenn die Mission über eine halbe Stunde gedauert hat. Ich werde jetzt dabei bleiben. Eine Mission, eine Folge. Ich denke, das ist für euch ein bisschen spannender. Und ohne weitere Umschweife würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Dieser Warpsturm könnte uns einen Monat oder eine Ewigkeit hier festhalten. Wir können nicht riskieren, hier zu bleiben. Wir müssen Tartarus evakuieren, bevor er in 3 Tagen hier ankommt. Die imperiale Armee und die Heilige Flotte können sich mit der Evakuierung befassen. Die Blood Ravens haben dringendere Aufgaben zu erledigen. Und die wären? Ich glaube, dass sich Agenten des Chaos hier ausgebreitet haben. Ich spüre nichts dergleichen. Selbst wenn es eine Präsenz des Chaos auf Tartarus gäbe, wäre es besser, sie hier mit den Orks zu lassen, als unsere Leute zu opfern. Wir könnten uns kein schlimmeres Schicksal für unsere Feinde wünschen, als dass sie zusammen gefangen wären. Wir müssen von hier weg, sofort. Diese Entscheidung liegt allein bei meinen Brüdern und mir. Wir werden diese 3 Tage nutzen, um unsere Angelegenheiten zu klären und unsere Neugier zu befriedigen. Währenddessen könnt ihr unsere Transporter für die Evakuierung einsetzen. Oberst Brom, der Captain und ich haben etwas zu besprechen. Wenn ihr uns bitte allein lassen würdet. Aber dies geht mich genauso. Vergebt mir, dass ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Ich sagte bitte, als ich eigentlich jetzt meinte. Ich denke, dass es ihn sehr wohl etwas angeht. Ihr solltet ihn mit mehr Respekt behandeln. Captain, ihr habt doch auf eurer Heimatwelt Cyrene eine weit verbreitete Ketzerei aufgedeckt. Das hat nichts mit den Ereignissen hier auf Tartarus zu tun. Ich denke doch. Ihr habt die Inquisition ersucht, einen Exterminatus auszuführen. Das Ende der gesamten Bevölkerung des Planeten, was wir... Ich sehe immer noch nicht... Captain, ich zweifle nicht an eurer Loyalität. Aber ich frage mich, ob eure Aktionen auf Cyrene nicht eure Urteilskraft beeinträchtigt haben. Vielleicht waren die Worte falsch gewählt. Ich befürchte nur, dass ihr Chaos seht, wo keines ist. Ich frage das als ein loyaler Untergebener des Imperators. Ihr dient in erster Linie dem Imperium vor eurer eigenen Agenda. Captain, der Inquisitor hat kein Recht, so mit euch zu sprechen. Aber vielleicht stimmt, was er sagt. Der kommende Sturm wird unsere Feinde hier gefangen halten, wo sie sich gegenseitig auslöschen können. Und was ist, wenn die Truppen des Chaos das System verlassen, ehe der Sturm eintrifft? Nein. Der Sturm dient uns nicht als Vorwand, um uns vor unserer Pflicht zu drücken. Sie sind aus einem bestimmten Grund hier. Und wir werden herausfinden, warum. Wir stehen dir zur Seite, Bruder. Wie immer. Die Chimpanzee, die Menschen kommen in voller Stärke. Ihre schweren Schritte sollten zu hören sein, bevor man sie sieht. Aber zuerst wird man ihren Gestank riechen.
Das Orbitalkommando sagt, dass der Truppentransporter hier in der Nähe gelandet ist. Es gibt da einen Weg, Captain, der erst vor kurzem angelegt wurde. Angelegt von Orks? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Ork so eine saubere Arbeit geleistet hat. Wenn es nicht die Orks waren, muss es sich um die Mächte des Chaos handeln. Wir werden diesem Weg folgen und die Wahrheit herausfinden. So, ein bisschen Basis haben wir schon, das ist schon mal sehr gut. Dann lass uns doch mal dafür sorgen, dass das wir das heilige Artefakt ist nun für uns verfügbar. Bauen Sie es, damit wir Zugang zu mächtigen Fähigkeiten erhalten. Eingeleitet. So, hier noch mehr Energie. Haben wir oben einen Weg oder ist hier Sackgasse? Nein, das sieht aus, als wäre hier tatsächlich ein Weg. Gebt acht, Brüder. So, schließt du dich mal den ersten Trupp an. Übrigens, danke nochmal Marcel für deinen Kommentar. Der hat nämlich darauf hingewiesen, dass die, wie heißt das Wort? Die schweren Bolter, die haben ja den Nachteil, dass man erst stehen bleiben muss und die erst einsatzbereit gemacht werden müssen. Gleichwohl ist der Schaden der Plasmawerfer, mit denen der Bolter zu vergleichen und deswegen ist das eindeutig die bessere Wahl. Danke für den Tipp, deswegen werde ich anstatt schwere Bolter einfach auf Plasmawerfer setzen. Wie ihr verlangt. So, jetzt machen wir erstmal hier oben noch ein Türmchen. 721 einsatzbereit. Jawohl. So, den darfst du dich anschließen, Kollege Turnschuh. Fürchtet nicht die Psioniker. Scouts bereit. Ach, Scouts, ey, will ich die hier haben? Ich weiß nicht, irgendwie. Ich hänge gedanklich sehr an den Space Marines, weil ich die einfach sehr, sehr gut finde. In jedwedem Belangen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt so erpicht bin, was anderes noch zu machen. Aber wir könnten hier, was fehlt? Die Rüstung. Ach ja, wir sind perfekt. Bereit. Ich bin vorbereitet. So, den darfst du dich anschließen. Ich bin vorbereitet. Da läuft das Upgrade. Wenn wir hier die Anzahl der schweren Waffen. Der Gegner muss in der Nähe sein. Na, noch ein Generator ist aktuell nicht. Türmchen auch nicht. Wir haben zu wenig Anforderungspunkte. Wir brauchen mehr Anforderungspunkte, ihr Lieben. Für den Imperator. Für den Imperator. Scouts bereit. Ja, wir können natürlich auch so einen Scout-Trupp einfach mal machen. Also den da entsprechend weiter vorrücken lassen. Ich glaube, ich mache erstmal da oben noch ein Türmchen hin, damit ich mich hier auch wirklich sicher fühle. Bauroutine 721 eingeleitet. Ja. Für den Imperator. Und wir müssen hier auch mal zeitnah aufrüsten. So, hier, da wurden wir ja weggesniped. Das heißt, da sollten wir jetzt nicht unbedingt direkt als erstes hin, denke ich. Für den Imperator. Na, ich treffe immer meine Ziele. Hier. Ja. Orks! Angriff! So, dann rotzt immer schon. Ach, guck mal, die haben sofort richtig die Moral zusammen. Sie greifen nicht für den Imperator. Sie fliehen. Wovor könnte ein Ork nicht Angst die Psioniker? Ja, das ist natürlich die Frage aller Fragen. Aber wir kennen natürlich die Antwort. Wir haben es ja in der Sequenz schon gesehen. Das waren die. Oh Gott, wie heißt die Rasse? Ich glaube, Eldar hießen die, ne? Ich meine, das waren die Eldar. Ja. So, ganz wichtig, jetzt erstmal hier der Horchposten hin. Damit wir irgendwie an die Anforderungspunkte kommen, weil da sind wir ja sehr schmal aufgestellt aktuell. Für den Imperator! Bauroutine 721 eingeleitet. Ja. Können natürlich auch eine Maschineneinheit aufstellen. Also wenn wir so oder so früher oder später. Fürchtet nicht die Psioniker. Ja. Für den Imperator. Für den Imperator. Ja. Irgendetwas stimmt hier nicht. Diese gefallenen Orks sehen nicht so aus, als ob sie vom Imperium niedergestreckt wurden. Wir sollten vorsichtig sein.
Ja, ich glaube, möchte ich... Elder, vielleicht haben wir uns mit der Präsenz der Mächte des Chaos auf diesem Planeten geirrt. Ob Elder oder Chaos, ich werde meine Antworten bekommen. Weiter. Ich treffe immer meine Ziele. Haben wir sie schon aufgedeckt, sehr schön. Ja. Das soll hier mit rüberkommen. Wie ihr verlangt. Gebt Acht, Brüder. Fürchtet der Gegner nicht muss die in der Nähe sein. So. Ja. Ihr nehmt das mal schön ein, finde ich super. Machen wir das Upgrade und danach erstmal genau für mehr Anforderungspunkte. Das brauchen wir dringend. Das brauchen wir richtig dringend. So, und ich hätte am liebsten noch einen Trupp Space Marines, aber irgendwie fehlt uns dafür ja auch noch das nötige Kleingeld. Wenn man die nötigen Anforderungspunkte. Ja. Damit unser, wie heißt er nochmal? Oberst Brom nicht mehr so ganz alleine auf der weiten Welt wandelt. Ja. Und gleichwohl bräuchten wir auch mal ein bisschen mehr Energie. Ja. Ach Gott, wir brauchen einfach so viel von allem. Bauroutine 721 eingeleitet. Wir werden beschossen! Aha. Kriegt das hin? Ja, doch, das sollte er schaffen. Ja. Ja. Bauroutine 721 eingeleitet. Ja, kriegt er ohne weiteres hin. Sehr gut. Ach Gott sei Dank, und das erste Upgrade ist da. Yay! Ja. Ja, der Imperator wacht über uns. Ich finde das sehr cool. Man sieht ja, sie haben ja gerade Deckung und ihr seht, die sind so leicht gebeugt. Das heißt, die bleiben quasi in der Deckung, damit der Boden. Das finde ich eine sehr schöne, also eine sehr realistische Darstellung. Gefällt mir. Ja. Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen tatsächlich, aber wie gesagt, sehr schön. Schick. Wie ihr verlangt. So, jetzt haben wir auch mal genug Ressourcen, um mal hier einen weiteren Trupp Space Marines aufzustellen. Ich bin vorbereitet. Und vielleicht auch mal, um hier euch ein bisschen für den Imperator weiter auszubauen. Wir werden geschossen! Ja. Oh, okay. Ich sollte da also... Ja. Wie ihr verlangt. Space Marines einsatzbereit. Ja. 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 Ich treffe immer meine Ziele. Ja. Einmal reparieren, bitte. Ich meine, die Truppen hier sind nicht das Problem. Das Problem ist der Panzer, der hier gerade noch stand. Ja. Oberst Brom übernimmt das Kommando. Ja, das tut er. Ja. Ein kleines Upgrade für Energie und wir brauchen den Maschinenhut. Was bringt denn nochmal das heilige Artefakt? Fordert die Skriptoeinheit an, einen mächtigen psionischen Anführer. Fordert den Apothekarius an, eine Heileinheit. Ach ja, stimmt, der Apothekarius, sehr schön. Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Die Frage ist nur, wann. Wann wir das nötige Kleingeld dafür haben. Brüder, der Gegner muss in der Nähe sein. Für den Imperator. So, wir brauchen mehr Anforderungspunkte, brauchen wir eigentlich die ganze Zeit, aber... Der Gegner muss in der Nähe sein. Schauen wir mal. Gebt Acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Was brauchen wir denn für das zweite Upgrade hier? Die Klosterfestung, die haben wir noch nicht. Können wir die überhaupt in dieser Mission machen? Ja. Haben wir ja letztes Mal schon gesehen, dass man irgendwie Upgrades sehen kann, auch wenn man die noch gar nicht machen kann. Was irgendwie ein bisschen doof ist, aber na gut, ist das halt so. Fürchtet nicht die Psioniker. Der Gegner muss in der Nähe sein. So, wollen wir euch schon mit Waffen ausstatten? Oder will ich jetzt... Der Gegner muss in der Nähe sein. Ja, komm, wir haben euch jetzt. Wir verbessern erstmal die Einheiten, die wir haben. Dann können wir weiterkommen. Für den Imperator. Ich treffe immer meine Ziele.
Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. So, ihr dürft schon mal hier verbessern. Ach, verbessern soll ich einnehmen. Nicht verbessern. Ja. Was schlaber ich denn? Wie ihr verlangt. Ach, guck mal, hier ist ja eine Sackgasse. Schön. Wäre eigentlich besser gewesen, wenn ich da zuerst hingerannt wäre. Aber gut, wäre Fahrradkette. Man kennt das. So, Maschinenkult, wir brauchen da noch einige Anforderungspunkte für. Ja. Darum erstmal hier der Horchposten. Für den Imperator 721 eingeleitet. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ja. So, und wir sparen mal kurz ein bisschen. Ach, hier oben ist doch nur... okay. Gut, die beiden Türme hätte ich nicht gebraucht. Können wir die eigentlich abreißen? Ja. Oder demontieren? Nee, ne? Geht leider nicht. Gut, da habe ich jetzt einfach, nicht lang genug geschaut. Der Weg ist eine Sackgasse. Da hätten wir die überhaupt nicht gebraucht. Aber egal, wir haben sie. Lässt sich jetzt nicht ändern. Ja. Ja. Jetzt erstmal hier Maschinenkult. Bau-Routine 2-1 eingeleitet. Scouts bereit. Ja, komm, wir nutzen mal den Scout-Trupp. Mit Sniper-Gewehren. Scouts bereit. Allzeit bereit. Allzeit bereit. Scouts bereit. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Scouts bereit. So. Direkt mal die Tarnung an. Scouts bereit. Ja. Ja. Du, Kollege Tutsche, könntest mithelfen. Oder nee, du könntest. Ja, je nachdem, was er eintritt. Aber ich glaube, du könntest schon mal mit dem heiligen Artefakt anfangen. Fände ich gar nicht schlecht. Mach doch mal. Dann müssen wir mal gucken, dass wir die ganzen Upgrades machen. Bessere Zielgenauigkeit ist auf jeden Fall super. Ich meine, alle Upgrades sind super, keine Frage. Na, nur, dass wir uns da richtig verstehen. Scouts bereit. Allzeit bereit. Allzeit bereit. So, hier haben wir keine Deckung. Allzeit bereit. Man sieht, die einen sind ja sogar langsamer, wenn sie keine Deckung haben. Allzeit bereit. Was natürlich fatal ist, ich denke, hier wird gleich irgendwas spawnen, kann ich mir vorstellen. Oder von hier oben, von oben beschossen werden wir echt fies. Allzeit bereit. Aber gerade weil wir hier so keine Deckung haben, denke ich, jetzt wird hier irgendwas erwarten. Allzeit bereit. Allzeit bereit. Allzeit bereit. Allzeit bereit. Allzeit bereit. Allzeit bereit. Ja. Eine Viper. So, guck an. Maschinenkult fertig, dann kannst du mal da. Das ist auch fertig. Apothekarii sind bereit, um unseren Verwundeten zu helfen. Rekrutieren Sie sie im heiligen Artefakt. Warte mal, was war noch der Unterschied? Unterstützungsbelagerungseinheit kann mit normalen panzerbrechenden Distanzangriffen ausgerüstet werden. Effektiv gegen fast alle Einheiten. So, und der Hellfire ist ein bisschen billiger, hat Feuerunterstützung. Verzichten auf Nahkampfwaffen zugunsten von Distanzwaffen. Das finde ich schick. Aber so, wir machen jetzt erstmal hier weitere Upgrades. Ach, guck mal, die Aura der Erleuchtung. Was bringt die denn nochmal? Der Oberkommandierende erhält die Aura der Erleuchtung. Diese Fähigkeit gibt jeder Infanterieeinheit in der Nähe des Oberkommandierenden einen Schadensbonus. Perfekt, nehmen wir. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Fürchtet nicht die Psioniker. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. So, wir holen hier erstmal überall den Kommandeur hinzu. Und alle kriegen Plasmagewehre. Also zumindest von den Truppen. So, wir holen uns mal den einen oder anderen Hellfire dazu. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Für den Imperator. Ich treffe immer meine Ziele. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Für den Schwarze Imperator. Kein da. Rückzug. Wir benötigen Rhino-Transportpanzer.
Mit ihnen kommen wir unversehrt durch und können die Schwarzen kein da angreifen. Für ja, komm, das kriegt auch so hin, oder? Ich treffe immer meine Ziele. Rhino-Transportpanzer sind nun verfügbar. Bauen Sie sie im Maschinenkult. Für den Imperator. Sehr schön. Nur eine Einheit verloren. Der Glaube besteht ewig. Ich werde euch vernichten. So, da haben wir die Transportpanzer und sogar Nebelwerfer. Und was machen wir? Wir machen erstmal noch weitere Hellfire-Cyborgs. Nein, wir brauchen mehr Platz für Fahrzeuge. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Aber das kriege ich immer hin. Ich treffe immer meine Ziele. Für den Imperator. So, zersägt sie einfach mal direkt unterwegs. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Bam! Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ja. So, einer bitte mit rüber. Wir werden beschossen! Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ich werde euch mit meinen Stiefeln zertreten. Zack. Und weg. Ich bin vorbereitet. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Scouts bereit. So, wollt ihr schon mal weiter rumscouten? Scouts, greift an! Nein, greift besser nicht an. Scoutet einfach mal ein bisschen vor euch hin. Hm, dafür brauchen wir auch die Klosterfassung. Ist das schon der zweite? Ich bin erwacht. Der Glaube besteht ewig. Zu mir, meine Brüder. Also für alles brauchen wir die Klosterfestung. Ich glaube, die Apothekarii, die können nur bei Truppen, die jetzt keine Kommandoeinheit oder so mit dabei haben, Apothekarius bereit. Mit dazukommen. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Apothekarius bereit. Ja. Bauroutine 721 eingeleitet. Apothekarius bereit. Space Marines einsatzbereit. Jawohl. Apothekarius bereit. Schau mal kurz, die können wahrscheinlich da... Bringt mich zu den Verwundeten. Wir werden beschossen. Nirgendwo mehr joinen. Ne, geht nicht genau, weil die schon voll sind. Wer benötigt meine Hilfe? Gebt acht, Brüder. Also, ihr kommt der mit. Gegner muss in der Nähe sein. Ich treffe immer meine Ziele. Der Glaube besteht ewig. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Der Glaube besteht ewig. Er hat mir gerade mit einer Rakete geschossen. Der Gegner muss in der Nähe sein. Was ist unser Hellfire-Cyborg? Hat er eine Rakete? Der Glaube besteht ewig. Zu mir, Space Marines Einsatz. Ich glaube, ne? Jo, Tatsache, der hat Raketen. Nice. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ich bin vorbereitet. Der Glaube besteht ewig. Sehr schick. Was ist Ihr Begehr? Jawohl! Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Scouts bereit. So, Scouts ein bisschen bereit. In die Richtung. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. So, hier, ach ja, stimmt, das Upgrade. Ja. Ganz vergessen. Ist ja auch wieder eine Sackgasse? Nee, hier geht's weiter, okay. Wie ihr verlangt. Space Marines einsatzbereit. So, dann kommt der in Horchposten hin. Für den Imperator. Bauroutine 721 eingeleitet. Was ist Ihr Begehr? Wer benötigt Gebt meine acht, Hilfe? Der Gegner muss in der Nähe sein. So, ihr kriegt auch direkt mal ein bisschen personellen Nachschub. Space Marines Einsatz bereit. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Was ist Ihr Begehr? Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Würde ich sagen, wir nehmen einen Trupp mit Flammenwerfern. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe Wobei, sein. Weil ich glaube, das brauchen wir nicht, oder?
Ich würde fast lieber sagen, wir nehmen vier mit Plasma und vier mit Raketenwerfer. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Scouts bereit. Allseits bereit. Der Glaube besteht. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Scouts bereit. Allseits bereit. Allseits bereit. So, hier haben wir unser Ziel erreicht. Ach, guck mal, schauen wir, was haben wir hier für Lümmel? Schwarze Keine. Ja, die, das kriegen wir schon hin, denke ich. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Weiß ja noch nicht, ob ich sie benutzen werde, aber wir rüsten mal alle mit Fragmentgranaten aus. Erstmal hier weitere personelle Unterstützung. Nein, Moment, stopp. Ich wollte ja allen Raketenwerfern geben. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Der Glaube besteht. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. So, rückt einfach schon mal weiter. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ja, ganz, ganz wichtig, aufteilen und zerstreuen. Ist ungemein wichtig. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ihr habt Raketenwerfer, ihr werdet noch ausgerüstet. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Wir werden beschossen. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Scouts bereit. Ihr wollt nicht schießen? Schade. Gut, dann halt nicht. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. So, haben wir da auch unsere Ziele hier. Sehr schön. Kein Upgrades haben wir so ziemlich alles, was wir haben können. Der Gegner muss in der Nähe sein. Für den Imperator. Der Glaube besteht ewig. Ja. Wie ihr verlangt. Was ist ihr Begehr? Einnehmen und halten. So, nehmt das einmal ein. Machen wir da den Versammlungspunkt hin. Der Glaube besteht ewig. Weil Moment, das ist Quatsch. Machen ihn dahin, denn hier müssen wir eindeutig weiter. Denn hier ist ja wieder eine Sackgasse. Hui. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Genau, das war das, was ich meinte. Wir haben ja hier unseren Oberbabo mit dabei. Gabriel, ne, und hier halt in den entsprechenden anderen Einheiten, und deswegen können nur hier Apothekare ihm mit rein. Für den Imperator. Ja. Bauroutine 721 eingeleitet. Kollege, du blockierst hier, glaube ich, gerade alles. Oder ihr blockiert euch gegenseitig, wartet mal. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Der Glaube besteht ewig. Ja, jetzt kommen wir hier durch. Brüder, sehr schön. Der Gegner muss in der Nähe sein. Der Glaube besteht ewig. Der Glaube besteht ewig. Der Glaube besteht ewig. Der Glaube besteht ewig. Aber wie gesagt, mich wundert es echt, dass ich hier keine Klosterfestung machen kann, weil mir, ich werde ja trotzdem hier die Upgrades abgesetzt. Aber wer weiß, vielleicht wird es im Laufe der Mission noch freigeschaltet. Kann sein, kann nicht sein, das sind die beiden Möglichkeiten. Allzeit bereit. Infiltriere feindliches Territorium. Ach, jetzt bist du nicht mehr getarnt, oder was? Allzeit bereit. Allzeit bereit. Ja. So. Aber ich weiß, wo es steht. Ich bin erwacht. Der Glaube besteht ewig. Der Glaube besteht ewig. So, wollen wir noch mehr? Wir wollen noch mehr.
Okay, da finden wir jetzt leider die Energie für. Ja. Ja, komm, holen wir uns mal einen dazu. Ein Generator. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Wollen wir wirklich warten und scouten? Nein, wollen wir nicht. Wir sind ungeduldig. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Bis die da Gebt sind. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in sind der Nähe sein. Wir haben schon längst durchmarschiert und haben im besten Fall sogar noch ein paar Gegner abgemurkst. Wir werden beschossen. Ja, sag ich ja. So, ihr dürft weiter aggressiv vorrücken. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Wenigstens wissen wir, dass die Orks und Eldar keine Verbündeten sind. Falls ein Gegner den anderen angreift, heißt es nicht, dass sie keine Verbündeten sind, sondern nur, dass sie ihren Mangel an Ehre ausleben. Und solche Wesen verdienen den Tod. Der Gegner muss in der Nähe sein. So, dann rotzen wir mal drauf. Allseid bereit. Und wemsen mal ein paar Orks weg. Ich bin erwacht. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ich werde euch vernichten. Glaube besteht ewig. Gebt acht, Brüder. So, marschieren wir bitte rein hier. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Eröffnet das Feuer! Ja. So, schmeißt doch mal den eine Fragmentgranate ins Gesicht. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Die haben unseren Apothekarius abgemurkst. Bäh. Fies. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. So, komm, dann brauchen wir nicht einen Trupp. An Hellfire Cyber frei. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Was ist Ihr Begehr? Die Inquisition wird euch vernichten. So, wo, welcher ist jetzt der Trupp, dem ein Apothekarius fehlt? Da, zack. Wer benötigt meine Hilfe? Hab ich dich. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Was ist Ihr Begehr? Könnt das schon mal einnehmen? Jawohl. Mein Gott, es ist ein stehendes Gebäude. Warum schießt ihr daneben? Einnehmen und halten. So, Ork-Basis platt. Check. Ja. Wie ihr verlangt. Wie ihr verlangt. Das ist auch so ein sinnloses Upgrade. Wir haben schon das Maximum erreicht. Deswegen verstehe ich nicht, warum ich da noch ein Upgrade machen kann. Dafür habe ich die ganzen anderen Upgrades hier nicht, weil ich die Klosterfestung in dieser Mission nicht haben kann. Das ist doch irgendwie Tinnef, oder? Scouts bereit. Für den Imperator! Ja. Ja. Bauroutine 721 so, eingenommen. Sehr gut. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Der Glaube besteht ewig. Ich werde euch Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Wir werden beschossen. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Tragt den Kampf zum Gegner. Ja, wir tragen doch schon den Kampf zu ihnen. Was ist denn Gebt mit dir? Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Der Glaube besteht ewig. So, einmal bitte auf die acht, Kollegen Brüder. Drauf rotzen. Der Gegner muss in der Nähe sein. Dankeschön. Ich gebe immer meine Ziele. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Und es ist Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Pfeife auf eure Deckung. Wir sind viel zu viele, als dass ihr eine Chance hättet. Errichten wir eine zweite Basis in der Nähe dieses Ortes, ja. Sind wir in der besseren Position, um den Gegner anzugreifen. Nein, brauchen wir nicht. Eingeleitet. So,
Zweite Basis wird völlig überbewertet. Gebt acht, Brüder. Und wir brauchen nämlich nie wieder Nachschub an Truppen. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Weil das was haben locker reichen wird, um diese Mission zu schaffen. Aber ganz locker. Der Glaube besteht. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Allseits bereit. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ist mir so egal, wo er hier rumspawnt. Es wird euch eh nicht nutzen. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Wollen wir vielleicht doch einfach aus Jux und Dollerei eine zweite Basis bauen? Komm, machen wir mal. Machen wir die hier hin? Wie ihr verlangt. Okay, Kollege, du steckst gerade gut ein, aber es kommt ja jetzt ein bisschen Verstärkung. Der Gegner muss in der Nähe sein. Für den Imperator. Der Gegner muss in der Nähe sein. Weil ihr blockt euch gerade alle ein wenig. Also ich hatte es in keiner Mission bisher so schlimm mit irgendwelchen Engpässen, dass sich Einheiten blockieren, als also noch nicht so schlimm wie in dieser Mission. Der Gegner muss in der Nähe sein. Ja, schon wieder ein Apothekaris abgemurkst. Oh, ihr Lümmel. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Zack. Granate ins Gesicht. Gebt acht, Brüder. Und schon war's. Der Gegner muss in der Nähe sein. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Wir werden beschossen! Bam! Alle Warportale zerstört. Acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Wir bleiben mal weiterhin getarnt. Allseit bereit. Was auch immer das hier ist. Allseit bereit. Allseit bereit. Allseit bereit. Artefakt? Nee, gebt oder? Acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Weiß man nicht, wir werden es sehen. Was haben wir noch für Ziele? Finden Sie am Ende des Pfads mit dem Oberkommandierenden und dem Skriptor den Grund für die Ausgrabung heraus. Achso, ja gut. Okay, also einfach hier bewegen. Fürchtet nicht die Psioniker. Der Gegner muss in der Nähe sein. So, aber Kollege Tunschel hängt noch zu weit hinterher. Dann haben wir es aber gleich geschafft. Geht doch. Also der gute Inquisitor hat kein Chaos hier gespürt. Wie gut für das Imperium, dass es solche scharfsinnige Untergebene hat, denen nichts entgeht. Welche dunkle Macht haben die Eldar nur beschworen? Keine. Jedenfalls nicht hier. Die Diener des Chaos haben diesen armen Soldaten selbst geopfert. Zu welchem Zweck, Isador? Ich weiß nicht. Ich glaube, der Altar ist eine Markierung, ein Wegweiser, der irgendwo hinführt. Jemand hat einen Großteil der Texte verunstaltet. Ungeachtet dessen, was das Chaos hier gesucht hat, benötigt der Altar ein Blutopfer. Oder wahrscheinlicher ein Leben. Bruder Isador, du hast eine Stunde, um den Altar zu studieren. Zeichne alles auf und verbrenne ihn dann, bevor er uns alle mit seiner Unreinheit ansteckt. Aber Gabriel, hier gibt es viel zu lernen. Wir sollten nicht übereilt. Was lernen? Chaos lehrt nicht, sondern verdirbt und betrügt. Es gibt hier nicht mehr zu lernen, als unseren weiteren Weg zu bestimmen. Kommt da jemand Diese noch abwägen? Transporter wurden irgendwie beschädigt. Beginnt mit der Reparatur und beeilt euch. Nun, Bruder Isador, welchen Verrat hast du begangen? Hast du eure eigenen Fahrzeuge sabotiert? Sammelst du Artefakte ein, trotz der Befehle deines guten Captains? Gabriel versteht einfach nicht. Er begreift die Bedeutung dieses Fundes nicht. Aber ich tue es. Schweig, Ketzer. Habe ich erst gefunden, was du suchst, werde ich es gegen dich verwenden. Für den Ruhm des Imperators und meine Brüder. Du willst dich mit mir messen.
und deine Stärke und deinen Glauben unter Beweis stellen? Dann komm zu mir. Ich warte auf dich am Berg Korath. Keine Angst, Hexer. Ich werde da sein. Chop, chop, zerab. Mission erfolgreich. Ihr Lieben, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der nächsten Mission. Bis dahin, Tschüssikowski.